So, herzlich willkommen, Friends and Family, auf meinem Kanal und auf dem ersten kommentierten Video von mir, hier bei ARITV, das neueste Projekt, seitdem Twitch nicht so gut lief. Also einige von euch werden sich wahrscheinlich schon am Kopf fassen und denken, was macht der Dummkopf dort mit einem Supersportler auf Erde? Kieselstein, Stein, was auch immer. Aber irgendwo muss man ja anfangen, oder? Für die, die es kennen, die wissen schon Bescheid. Suzuki GSX-R 600 K1. Mir wurde gesagt, Baujahr ist 2001. Der hat auf jeden Fall beim Kauf hatte der noch 18.000 runter. Und jetzt ist der mittlerweile schon bei 22.000, denke ich mal, oder so. Doch, der ist fast bei 22.000. Also ich bin schon ausgiebig mit dem gefahren. Und der ist halt noch hier. Ein Vergaser. Also kein Einspritzer, sondern ein Vergaser. Was kann man noch dazu alles sagen? Also ich wurde mal gefragt, ist da noch alles original dran oder auch nicht. Ich bin jetzt nicht so der beste Motorradkenner. Aber soweit ich weiß, ist noch alles so, wie es ist. So, wie es im Originalzustand auch war. Mir wurde jetzt auch nicht bisher gesagt, oder beziehungsweise ich kann mich nicht daran erinnern, dass jetzt irgendetwas dran geändert wurde oder so. Oder irgendetwas mal ausgetauscht wurde oder sonst irgendetwas. Ich kann euch aber gleich mal zeigen beim Hinterrad. Ey, ich bete wirklich, dass ich gleich wenn ich auf der Autobahn bin, dass dieses Ding sich nichts ausmacht. Dieser ganze Staub hier. Ich kann aber euch gleich mal zeigen, was mir passiert ist. Bevor ich mal euch erzähle, wie es dazu kam, dass ich überhaupt einen Motorradschein gemacht habe. So. Ich bin nämlich neulich bei mir über einen Nagel gefahren. Und der Nagel hat sich richtig beim Hinterrad in die Lauffläche reingehauen, ne? Hab dann den ADAC gerufen und wir haben davor auch noch sogar festgestellt, dass der Nagel halt komplett durch ist und dass da auch Luft rauskommt. Und der hat halt den Hinterreifen, also der Typ vom ADAC hat halt den Hinterreifen dann vulkanisiert, so wie man das nennt, also das Loch größer gemacht und dann gestopft mit irgendwas Klebrigem. So ein Klebestick, irgendwas, keine Ahnung wie es heißt. Vulkanisiert auf jeden Fall. Und man müsste eigentlich beim Hinterrad jetzt irgendwo mal erkennen können, dass das Ding irgendwo eine kleine Beule hat. Ich weiß, hier sind überall Steine. Supersportler sind nicht für Offroad gedacht. Macht das auf jeden Fall nicht nach. Nicht so wie ich mit dem ersten Motorrad, ein paar Monate nachdem ich meinen Führerschein erst bekommen habe. Also ich habe den jetzt auch gerade mal seit schlag mich tot. 8 Monaten, glaube ich, denke ich. Ja, also hier ist schon mal ein Stein drin, was natürlich nicht so gut ist. Also ich bin auch so blöd, ey. Wir müssen gleich mal auf der normalen Straße mal gucken. Ach, normale Straße. Wisst ihr was? Ich fahre mal da vorne hin. Ja, und dann gucken wir mal da. Und wir hoffen, dass ein bisschen Staub vom Rad auch abgeht. Und dort zeige ich euch mal die Stelle, wo es denn vulkanisiert wurde. Und wir können ja mal hier ganz entspannt und sachte parken. Ja, parken. Ja, du darfst weiterfahren, junge Dame. Wir parken hier, machen den Motor aus und schauen jetzt mal ein bisschen weiter, ob wir irgendwo die Stelle finden, die vulkanisiert wurde. Achso, genau, ich wollte euch erzählen, wie es dazu kam, dass ich überhaupt einen Führerschein gemacht habe. Den Motorradschein. Ich glaube, das war im letzten Jahr oder vorletztes Jahr. Also ich wollte den so oder so erst mit 24 machen. So. Hat sich dann aber den Längen gezogen, warum auch immer. Jeden Sommer wird man natürlich daran erinnert von seinen Kumpels, die halt schon den Führerschein haben. Den Motorradschein. Und ja. Irgendwann nach ein paar Jährchen, wo dann die Kaufkraft auch da war, dachte man sich letztes Jahr, ey, ich zieh mal jetzt durch. Hier nochmal Shoutout an meinen Fahrlehrer, bester Mann. Ich hoffe, der weiß überhaupt noch von mir. Der wird sich aber safe noch an mich erinnern. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Ja genau, wie lange hat es gedauert? Ich glaube im Juli, August habe ich angefangen letzten Jahr oder so. Und ich hatte 1-2 Monate Pause dazwischen. Pi mal Daumen. Und nach diesen 1-2 Monaten, also was heißt danach? Das war also ein Monat habe ich durchgezogen. Ne, dann natürlich hat irgendwann mal das Geld gefehlt. Beziehungsweise man hat
zu viel ausgegeben. Und dann nach einem Monat ging es dann weiter. Und dann war wieder mal Pause. Dann hat man etlich viele Praxisstunden genommen, weil man unbedingt sicher sein wollte auf dem Motorrad. Ich hatte da eine Kawasaki 57 Naked Bike. Damit habe ich gelernt. Also bei meiner Körpergröße, ich bin jetzt nicht der Größte, ein bisschen schwer damit umzugehen, auch hier mit dem Supersportler. Aber es ging. Es ging. Also die Theorie habe ich tatsächlich einmal verhauen. War aber jetzt diese 20 Euro okay. Also kommt man ein bisschen. Also hat jetzt nicht so sehr weh getan. Die Praxis. Dann in Südost-Berlin. Auch nochmal ganz entspannter Prüfer. Ne? Sind ein paar Strecken gefahren. Sind am Ende dann irgendwo in den Wald reingefahren auf dem Parkplatz. Hab mich dann stramm dahingestellt. Der kam dann zu mir und meinte, ey, locker dich mal ein bisschen. Ist alles okay. Bestanden. Zack, Führerschein gehabt. Ein, zwei Monate später off-season natürlich einen Supersportler geholt. Die Farbe war schon klar, die ich haben wollte, und zwar gelb. Das einzige Problem ist mit gelb, es zieht scheiße viel Mücken. Was heißt Mücken? Also Insekten. Hier seht ihr, hier. Richtig viele Insekten zieht das an. Fliegen und bla und hin und her und hast du nicht gesehen. Und jetzt hier so ein Tier, was mich einfach die ganze Zeit angreift. Aber, komm jetzt hau ab. Hau ab, Junge. Das ist die Stelle, die vulkanisiert wurde. Ne? Da. Seht ihr das? Das ist die Stelle. Er hat mir zwar gesagt, so nicht schneller als 80 fahren. Oder nicht schneller als 50 vielleicht sogar. Ich habe so viele Steine gerade im Schuh. Aber ich habe im Internet nochmal gelesen, irgendwie wenn die Reifenräder vulkanisiert werden, sollte man nicht über 200 fahren. Aber ich denke nicht, dass ich nochmal 200 fahren werde. Irgendwann mal. Vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung. Aber das, also Maximum bei der, also die hat auf jeden Fall 126 PS. Ja. Ich glaube, das ist 85 kW kenne ich mich eh nicht mit aus. Und die Maximalgeschwindigkeit liegt so bei 265 km/h. Und das, was ich am meisten schon drücken konnte oder gedrückt habe, war halt 230. Das war irgendwie auf der Strecke von Neuruppin nach Hamburg. Habe ich auch irgendwann mal aufgenommen, glaube ich. Vielleicht war es nicht mal 230, sondern 215. Aber auf jeden Fall ein bisschen über 200. Aber die Maschine gibt auf jeden Fall gut was her. So, Mashallah, kein Auge. Ich weiß, man sollte auf Holz klopfen, man sollte gar nicht klopfen, scheiß drauf. Apropos, wo sind wir? Siedmanns Naturlandschaft, Döberitzer Heide. Man glaubt es kaum, aber dort hinten haben die in Corona, woher ich das weiß, egal, sehr oft gefeiert und geraved. Aber, es gibt sogar WLAN hier. Ach, guck mal, hier ist eine Tankstelle. Ich feiere die Supersportler, ich feiere die Gixxer 100%. GSX-R, sehr, sehr geiles Modell. 600 vor allem passt perfekt für mich. Also, wie gesagt, ich bin nicht gerade der Größte. Aber ich habe mich ein bisschen umgeschaut und ein bisschen anstrengend ist das schon hier auf einem Supersportler. Vor allem, wenn man halt die ganze Zeit so nach vorne muss und alles. Ich hatte auch vor ein, zwei Wochen schon eine Sehnenscheidentzündung vom ganzen Halten. Lag wahrscheinlich daran, dass ich einen Kumpel auf dem Sozius mitgenommen habe. Und dann das Bremsen und dann, wisst ihr, der ganze Druck auf den Arm und so, hat halt nicht so gut getan. Und ich habe jetzt überlegt, einfach mal ein bisschen zu sparen, die nächsten 50.000 Jahre, damit das Geld auch zusammenkommt am besten, und mir entweder so eine Honda Africa Twin hole oder eine BMW 1250 GS oder GS 1250. Reise-Enduros, auf denen sitzt du halt auch entspannt und gemütlich, weißt du? Kannst auch ordentlich was lange aushalten. Und da ist dann halt auch nicht so ungemütlich, wenn man halt wirklich dann so Protektoren in der Kleidung hat und alles. Weil ich bin schon ein großer Fan von Schutz bzw. geschützt sein. Wo ich den Motorradschein gemacht habe, ich dachte mir auch schon, die Community zwischen Motorradfahrern ist so heftig. Also, wisst ihr, diese ständige Grüßen, okay, bei den Cruisern ist das jetzt nicht so der Fall. Vor allem bei den Harley-Fahrern, die wissen ja immer gar nicht. Also dieses Kurvenfahren muss ich noch ein bisschen lernen, ehrlich zugegeben. Ich habe mal nachgeschaut, wegen des Fahrens, so auf einer Rennstrecke oder so etwas, ich glaube im Nordosten oder so, da gab es irgendwie, ich will TPM oder sowas. Dort gibt es so Rennstrecken und so, und ich habe da mal nachgefragt, wie man oder wann man auf die Rennstrecke kann. Und da muss irgendwie so freie Plätze geben und da meldet man sich irgendwie an. Ob man Gebühren zahlt, habe ich jetzt vergessen. Man muss auf jeden Fall natürlich mit seinem eigenen Motorrad kommen und mit einem komplett Lederanzug.
Also was auch wirklich richtig für die Rennstrecke gemacht ist. Also wir haben jetzt schon geparkt, wir sind jetzt schon drinne. Was vorhin, wie du nochmal meinte, war folgendes. Ja. Okay, auf jeden Fall. Also um nochmal drauf zurückzukommen. Vielleicht hat ja irgendjemand Ahnung, der das Video schaut und kann mir erklären. Ich habe schon nachgefragt, aber mal gucken, ob einer von euch das weiß. Folgendes Problem. Wenn der Lenkrad gerade ist, alles normal, wenn ich ihn dann nach links ziehe im Leerlauf, gibt er Gas. Also schaut euch das mal an. Perfekt, Vorführeffekt. So ein bisschen passiert aber was. Wir gehen mal mit dem Vergaser ein bisschen höher. So ein bisschen, seht ihr das? Und das Problem ist manchmal ein bisschen. Das Problem ist halt ein bisschen. Manchmal ein bisschen intensiver. Also, falls jemand da eine Lösung hat, schreibt es in die Kommentare. Falls jemand eine gute Werkstatt in Berlin kennt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.